Donatoren, geschätzte Sponsoren unserer Sammlung für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wir vom Middenmoos aus haben uns entschieden, hinsichtlich auf unseren 20. Geburtstag im kommenden Jahr am 19. Juni Gutes zu tun. Seit dem Bestehen vom Middenmoos-Resort haben wir immer wieder soziale Institutionen aller Art unterstützt und eine große Aktivität von uns ist und bleibt es, Menschen zu unterstützen, die eine Unterstützung nötig haben, sie aber auch verdienen. Sie, verehrte anwesende Damen und Herren, haben dazu mit Ihrer Unterstützung für 20 Jahre Middenmoos einen großartigen Beitrag geleistet. Man muss dem Körper etwas zuliebe tun, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Und das müsste jetzt noch geschehen. Sie werden kulinarische Höhenflüger leben. Leute, tun Sie es geniessen, tun Sie die Seele baumeln lassen mit wunderbaren Darbietungen auf der Bühne. Und dann tun auch die Gemeinschaft jetzt ein bisschen fördern mit den liebsten Leuten, die Sie eingeladen haben. Ihr seid wunderbare Menschen. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei jedem Einzelnen bedanken. Und jetzt einen ganz fröhlichen und einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, ich freue mich natürlich sehr, heute hier mit euch den Abend zu genießen. Durch herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ludmila, wir freuen uns natürlich, dass ihr hier seid. Und ich bin schon total gespannt, was ihr uns heute Abend zeigen und vortragen werdet. Weißt du, Paloma, wir Ukrainer sind sehr sagenlustige Menschen. Wir sind jetzt viel und überall. Ich habe mal an einer traditionellen Hochzeit teilgenommen. Ich war im Team der Frauen, die Hochzeitkuchen gebacken haben. Weißt du, wir haben den ganzen Tag gesungen. Zu jedem Vorgang gibt es ein bestimmtes Lied. Wir kneten den Teig, singen ein Lied darüber. Wir halten den Ofen, kommt noch ein Lied. Wir holen den Kuchen, singen wieder ein Lied. Gespielt von Roman Grinkiel und seinem Ensemble. Thank you.
Weltmeister, zweifacher Europameister in Akrobatik und Sieger der World Games 2009. Akrobatik Duo, Sergei Popov und Mykola Scherba. Das Ensemble des Volkstanzes Wulizja, Festwiese. Jetzt werden wir hören, wie echte Kosaken singen. Weiterhin viel Vergnügen mit Wulizja! Was
könnt ihr mitschnippen. Das ist ganz einfach und tut unglaublich gut. Ja, sie ist ziemlich schlank, sie ist gerne schlank und manchmal holt der Thomas sie aus seinem Schrank. Von dem Lehren, lasst euch verzaubern, ich muss nicht viel sagen, der Ländlerkönig Gallo Brunner.